Servus, der Marc von Digital Minis, hier bei mir ist die Alena. Alena, bist du das erste Mal bei uns, oder? Nein, das zweite nicht. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ich war die zweite. Und überlegt. Ja. Also auch das überlegt man. Und jetzt machen wir ein Helix bzw. ein Conch. Dieser Conch dazu, also klassisch hier oben durch mit so einem Stecker jetzt am Anfang und später kommt dann ein Ring durch für den Ring. Dann passt. Gut. Willst du es eigentlich mit Glitzer oder ohne Glitzer? Das haben wir noch nicht. In weiß, in rosa oder hellblau? In weiß. Passt, das machen wir. So, einmal. Einmal. Gut, Alena, von der Pflege erkläre ich dir gleich nochmal, wenn du noch Produkte zu Hause hast, die sollten nicht länger als 3 Monate alt sein, aber die mehr ablaufen. Würdest du daran denkst du nicht, dann halt das Porzellanstellen auf. Das wäre nicht gerade sinnvoll oder hilfreich. Angezeigt haben wir es schon mal, Alena. Dann. Den Rahmen hast du ein bisschen nach hinten tun. Und bitte tust du natürlich ganz kurz runter, wie das? Voilà. Und hier ist ein bisschen an. So. Gut. Hast du von dem jetzt mehr Angst, Alena, als von den Rohrlöchern, oder ist es gleich? nein, gleich eigentlich. Gleich. Gut, es ist auch. Jetzt frage ich das. So. Los geht's, meine Liebe. Ganz locker bleiben. War's schlimm? Nein. Ja. Weißt du, wie die Ohrläppchen waren? Haben gefühlt oder? Dann würde ich gerne fragen, ob es schlimmer oder gleich war, oder ob du den Unterschied mehr gemerkt hast, oder ob du sagst, es ist eher. Ich glaube, das ist, was ich auch immer sage. Ich sage immer, Ohrläppchen, wenn man überlebt, überlebt man auch das Knorpelpiercing, aber es gibt ja viele, die das nicht so glauben. Ich glaube vor allem nicht. So. Das heißt, hier dann im Spiegel. Spiegelfeld, das war es schon. So. Mit den Haaren immer ein bisschen aufpassen, ruhig ein bisschen so. Die nächsten Tage würde ich den Zopf machen oder die Haare müssen nach hinten mit der Spange machen. Weil jedes Haar, was sich nicht drum rumwickelt, ist natürlich für dich ein besserer Vorteil, dass es weniger, wo du weniger hängen bleiben kannst. Ja? Und je weniger du hängen bleibst, desto besser natürlich. Einmal in den Spiegel schauen, ob es dir gefällt. Und? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ja, ganz klar, das haben wir ja vorher besprochen. Aber wenn man dann den Punkt sieht und dann das wirkliche Piercing sind es doch nochmal. Zwei unterschiedliche Farbstiefel. So, meine Liebe, dann haben wir das schon mal geklärt. Maske vorsichtig immer drauf tun, dass du nicht hängen bleibst. Die Brille kannst du auch schon wieder aufsetzen, auch beim ersten Mal bitte vorsichtig sein, dass du dann nicht irgendwie dich abradierst oder sowas. Geht's? Dann von der Pflege her. Ich helfe dir extra nicht. Also nicht, weil ich herzlos bin, sondern weil die Wahrheit ist, wenn man den Leuten hilft, dann sind sie beim nächsten Mal selber wieder am Arsch, weil sie dann wieder jemand haben, der hilft, genau. Also man muss sich einfach das probieren. Also man merkt es eh, wenn es da der Hilfe ist, ist alles gut. Beim Ausziehen vielleicht auch erst auf der anderen Seite, da hast du die Spannung ein bisschen weg von der Maske und fertig. Beim Anziehen würde ich in Zukunft auch die Seite zuerst machen. Dann kriegst du nämlich locker was drüber und dann kannst du es dir spaßen. Aber es geht auch so. Erster Schritt, Hände waschen, Hände desinfizieren, das kennst du noch von den Ohrläppchen. Wenn die Hände gewaschen, desinfiziert sind, nehmen wir Porzellan Spray. Und dir damit die 2 Sprüher auch so vorne und hinten. Einwirkzeit 30 Sekunden. Dann nimmst du eine Küchenrolle, die machst du feucht bitte, und wischst vorne und hinten sauber ab. Bitte auch wirklich hinten einfach zu putzen und frag jemanden, weil oft sammelt sich bei Leuten riesen viel Dreck dran. Du nimmst vielleicht kein Haarspray oder nicht viel, wenn es immer gut wird. Also Leute mit viel Haarspray haben immer natürlich hinten alles kleben. Dann nimmst du das Gel von Porzellan, gereinigten Tropfen, wirklich wenig, weniger ist mehr, Tropfen vorne und hinten drauf und dann bewegst du das bisschen vorne zurück, damit es an den Stichkanal reinkommt. Und wir machen das 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Das ist 6 Wochen am Stück. In 6 Wochen sehen wir uns eh wieder hier. Und in der Dusche, Sport und Haare waschen darfst du morgen, aber 6 Wochen bitte nicht und Solarium darf bei Sauna und Schwimmen gehen bitte 3 Wochen. Gut, noch Fragen? Nein. Gut, dann sind wir fertig, dann sage ich danke. Danke euch fürs Zuschauen, das war die Alena. Tschüssi, baba.